So, moin, hier ist Hans. Ich bin jetzt mit der ersten Wiese fertig. Heute Morgen waren die Rehkitz-Rettung Barnim hier schon wieder unterwegs mit Markus und seinen Helfern. Um 2.20 Uhr habe ich die Nachricht bekommen. So, wir sind jetzt fertig. Ich möchte mal zeigen, also wir haben von innen nach außen gemäht. Das ist immer sehr wichtig bei Mähen. Und es keucht und fleucht hier auf der Wiese. Ja, das werde ich jetzt ganz vorsichtig abfegen. Und so sieht es aus, wenn Markus und seine Helfer hier sozusagen die Kids versteckt haben. Dass ich das auch finde. Er schickt mir zusätzlich auch noch einen Standort. Und jetzt ziehen wir uns die Handschuhe an, ne? Weil ohne dem geht es nicht. Und dann werden wir mal zusammen hier das Kids entlassen. So, Teil 2. Messer, Handschuhe, alle da. Ich habe dieses Jahr das noch ja nicht gemacht, weil auf den anderen Wiesen, die wir bisher gemäht haben, war nichts. Aber hier ist jetzt ein kleines Mäuschen. Wir dürfen das auf gar keinen Fall anfassen. Jetzt mal ein bisschen ruhiger sein. Ja, so. Und dann läuft es so, dass er das hier mit Kabelbindern festmacht. Der ist aber fest. So, jetzt ist es ab. So. So, da ist das Kids. So, Mäuschen. Dann ab in die Freiheit, würde ich sagen. So, Teil 3. Die Kiste kann ich sowieso nicht mitnehmen. Und ihr seht, wie nah ich bin. Aber jetzt kommt der Fluchtinstinkt. Und jetzt gehe ich mal. Und ja. Markus und seine Helfer heute Morgen hier um 2 Uhr morgens. Das will ich jetzt nochmal betonen. So. 1. Da sieht man mal auch, dass sie hier keinen Fluchtinstinkt haben, sondern gelernt haben. Wir bleiben einfach liegen. Genau. Puh. Krass. Alles klar. So, wir sind jetzt bei der letzten Wiese. Jetzt sind die letzten Kitze. Ich will mich hier auch gar nicht lange aufhalten. Ich will euch nur anhand des Motorgeräuschs zeigen und anhand meiner Anwesenheit, welchen Reflex diese Tiere haben. Ja? Sie flüchten einfach nicht. Das ist ihr Reflex. Und ja, sie bleiben ganz ruhig sitzen, weil es die beste Tarnung hat. Ihnen die Natur sozusagen implementiert. Und deswegen hauen wir jetzt hier ab und lassen ihn in Ruhe. Die Wiese ist gemäht, oder alle Wiesen sind gemäht, alle Kitze sind gerettet. Vielen Dank, Markus und euer Team. Toll, dass es euch gibt. Ihr seid richtige Engel. Top. Vielen lieben Dank. Und an alle Landwirte, macht das einfach. Es lohnt sich. Allein den Moment zu sehen, zu genießen, dass sie leben dürfen, dass sie ein Leben haben dürfen.